Es gibt so eine Sache, die habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Als ich letztens in Berlin war, habe ich es zum ersten Mal ausprobiert. Ihr werdet jetzt denken, ich bin komplett gestört, weil gefühlt jeder das schon mal getrunken hat. Aber für mich war es das erste Mal, okay? Ich habe zum ersten Mal einen Matcha-Latte probiert. Und ich muss dazu sagen, ich bin eigentlich so ein Coffee-Girl. Also ich habe den warm getrunken mit Vanille-Hafermilch. Okay, schaut euch meine Reaktion an. Sie schmeckt es gar nicht. Kleines Fazit. Ich bleib bei Kaffee. Das schmeckt so nach... Wiese? Nee. Ich meine, ich muss sagen, je mehr ich getrunken habe, desto besser wurde es. Aber das wird nicht mein Favorite. Ich bleib bei Kaffee.